Hey ho Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt. Wie ihr vielleicht schon am Titel oder am Thumbnail erkennen könnt, handelt es sich um die DayZ Standalone. Dieses Projekt werde ich anders angehen als ein normales Let's Play, und zwar werde ich nur die spannenden Szenen herausschneiden, da in DayZ nun mal sehr wenig Spannendes passiert. Zum Beispiel nehme ich 3 Stunden auf und lade dann ein 15 Minuten Video mit spannendem Material hoch. Ich hoffe, das stört euch nicht. Eigentlich sollte euch das nicht stören, sondern eher von langweiligen Szenen befreien. Und dann wünsche ich euch noch viel Spaß im Video. Bist du bei den 4 Krähen oder bei dem einen? 4. Okay, da bin ich auch gleich. Laufen wir den gleichen Weg wie letztes Mal? Können wir machen, wenn du willst. Du kannst auch woanders hinlaufen. Ja toll, das wäre aber irgendwie, keine Ahnung. Ach, sehr blöd, weil wir da nicht so coole Sachen finden würden. Ja. Oh, guck mal, wer Handschellenschlüssel gefunden hat. Ich? Dann kannst du mich ja festnehmen. Ich darf stehen lassen. Dich mit vergammelten Obst ernähren. Genau. So, das kannst du ausnehmen. Warte, ich bete noch. Okay. Dankeschön. Okay, wollen wir dann erstmal Häuser durchsuchen und dann in Richtung Balota oder wie? Jo. Erstmal solltest du vielleicht einen Rucksack finden oder so. Ja, Rucksack, genau. Hast du eigentlich schon eine geladene Waffe? Nee, noch keine Munition gefunden. Okay. Sonst hätte ich dich schon lange abgeschossen. Glaube ich dir. Oh, ich sehe dich. In der Bar warst du aber schon, ne? In der Bar? Achso, und der hier? Ne. Ich war hier hinten, war ich noch gar nicht hinter der Schule. Achso, okay. So, der Zombie ist auch tot. Yay. Ich wollte ihn töten. Spaghetti. Tomate. Mann, ich will das Trinken haben. Dankeschön. Und jetzt habe ich auch keinen Platz mehr. Ich brauche einen Rucksack. Bist du oben oder was? Ja. Ja, was die ganze Zeit, wenn ich so Rucksäcke, ne, denke mir so, hä? Hey. Alter, oh Mann. Nimm mal die Wasserflasche mit. Da ist doch ein Rucksack. Oh, Tatsache. Ja, hier war ich gerade noch nicht. Aber dann müssen wir jetzt wieder laufen. Nach Balota. Okay. Ich mach Zombies aus. Okay, du musst dich bergen. Okay. Alles frei. Fuck, jetzt sehe ich mich auch noch hin, ey.
Okay, go, 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 go. So, das war wieder unnötig. Juhu. Stefan, ich gehe jetzt Airfield, ne? Ja, warte kurz. Ich habe jetzt eine M4 und, ja, Magazine. Und ein okay. Backpack. Im Grunde waren wir dann im Balota und haben jede Menge krasses Zeug gefunden. Jetzt wollen wir auf zum nördlichen Airfield und ja, was dann passiert, seht ihr jetzt. So. What the fuck, was geht mit dir ab? Da war ein Zombie. Was? Und da ist noch einer. Scheiße, ich muss nachladen. Da. Da hat gerade ziemlich doll gelegt. Ey, warte mal, da ist eine Stadt. Lass mal da runter gucken, ob das die richtige ist hier. Dingsbums. Chip, 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 Chopper oder wie die heißt. Ach, die, ja. Ich kenne mich so gar nicht mit Stadtnamen aus. Mich eigentlich auch. Also diese hier eigentlich auch nicht. Doch, doch, guck mal, da ist hier nämlich der Laden. Doch, das ist die richtige Stadt, die wir gesucht haben, die letzte. Und von hier aus müssen wir jetzt irgendwie zum Airfield kommen. Das kann nicht mal weit sein, das müssen wir eigentlich schon sehen. Ich glaube, wir hatten bei der vorherigen... Oh, ein Zombie. Bei der vorherigen Stadt hätten wir gar nicht so irgendwie Querfeld einlaufen müssen. Sondern einfach die Straße lang. Ja. Wahrscheinlich. Läufst du in die richtige Richtung? Ich laufe jetzt erstmal hier zum Gebäude und will da mal raufklettern. Ach so. Von oben mal zu gucken. Ja, ich laufe hier so ein bisschen rum. Keine Ahnung. Und guck mal auf den Kompass. Ah ja. Ich bin kurz weg. Bis gleich. Pass auf mich auf, dass ich nicht sterbe. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Ich stehe hier rum, warte. LOL! Was denn? Ich bin gerade richtig weit, schon richtig weit oben runtergefallen, aber... Warte, ich stehe hier. Hä? Hey. Beste Angabe, ich stehe hier. Nein, neben dir, hinter dir. Da bist du ja. Hallo. Irgendwie stehst du bei mir so behindert rum. Egal, ich lege mich jetzt hier hin und geh kurz auf Klo. Was? Fail, ich bin tot. Nein. Hä, wieso bin ich denn jetzt tot? Ja, toll für den Arsch. Ja, nee, weil du standest bei mir schon die ganze Zeit da irgendwie so behindert rum. Warte, ich loote deine Leiche, geh dann selber zum Airfield, weil ich will das noch für die Aufnahme haben. Okay, schleckern. Dann zähle ich so lange schon was Dingsbums Supreme Commander. Und ich bin im Airfield. Lol. Ich habe ein Walkie-Talkie gefunden. Lol. Okay. Ich brauche eh nichts mehr. Und jetzt bringe ich mich um. Okay. Irgendwie. Ah, das ist ein cooler Turm. Der hat schon auf mich gewartet. Sieht jedenfalls so aus. Ich wüsste sonst nicht, wofür der gut sein sollte. Als für Selbstmord. Ah, toll. Jetzt lade ich noch. Das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Und ich guck direkt in den Sonnenuntergang. Hm? Ich guck direkt in den Sonnenuntergang. Oh. Jetzt nochmal richtig verschwenderisch alle die Munition leer machen. Ja. Gucken, ob hier irgendwo Zombies sind. Nö.
Okay. Das war's dann wohl. Mit meinem Leben. Dann werde ich jetzt sterben. Ach ja. Ins Licht laufen. Und während der Schaden, den ich gerade erlitten habe, berechnet wird, sterben. Ich bin tot. Alles klar, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war ein sehr schönes Ende. Und ja, nochmal kurz zur Erläuterung. Das war ein privater Server und ich habe mich umgebracht, weil eh keiner mehr auf dem Server konnte. Und wenn man den Server ausgemacht hatte, dann werden die Sachen nicht gespeichert. Und wenn man sich ausloggt, auch nicht. Also wir hätten jetzt nicht den Server anlassen können. Und ja, deshalb musste ich mich jetzt umbringen oder halt einfach offline gehen. Das wäre auf das Gleiche hinausgelaufen. Die nächsten Parts werden übrigens so sein wie ein richtiges Let's Play. Ich werde nicht mehr so viel schneiden. Ich wollte das jetzt alles auf einen Part kriegen, weil ich nicht so lange auf einen privaten Server rumgammeln wollte. Und dann zocke ich vielleicht auch mal mit irgendwelchen anderen YouTubern. Lasst euch überraschen. Ich weiß selber noch nicht, ob ich mit denen zocken werde, aber mal gucken. Vielleicht gammel ich auch die nächsten Folgen alleine rum. Bis dann. Ciao.